herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Der Telestammtisch ist ja ein Audiopodcast, der sich wirklich inzwischen schon ausschließlich fast mit Comics beschäftigt. Und wenn man so im Laufe der letzten Jahre die Interviews, die ich geführt habe, mal so ein bisschen verfolgt, dann fragen wir uns ja ganz häufig bei uns auch, okay, wie sieht's eigentlich aus? Diese Comics, die wollen wir irgendwie jetzt auch unter das Volk bringen und wir wollen irgendwie auch über Comics reden. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass so der durchschnittsdeutsche Comicleser ein verhältnismäßig gereifter älterer Herr ist, der auf seine Alben steht. Das ist so jetzt mal so eine Pauschale, die ich in den Raum werfen möchte. Und dann gibt es immer wieder so Ansätze, wie schaffen wir es jetzt eigentlich auch vielleicht neue Leserinnen und Leser zu gewinnen. Einen der vielen tollen Ansätze, die es gibt, sind natürlich Kindercomics. Kindercomics werden von verschiedenen Verlagen produziert und ganz aktuell gibt es da den Kiebitz Verlag, der in meiner kleinen Comicblase auf jeden Fall volles Rohr für Aufruhr und positiven Impact gesorgt hat und ist mir heute eine wahre Freude, mit den beiden Herren hinter dem Kiebitz Verlag zu sprechen. Zwei Herren, die man der deutschen Comic-Szene eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sie haben beide schon für große Verlage gearbeitet, sie haben schon Artikel geschrieben für diverse Magazine und Plattformen, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie selber schon mal einen Comic mit erstellt haben, aber auf jeden Fall sind sie absolut tief drin in der Comic-Szene und vor allem auch im Comic-Markt und gehen jetzt den Schritt ja eben dahin, dass sie ihren eigenen Verlag gründen. Und wie immer die Einstiegsfrage: Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ja, hallo, ich bin Michael Grönewald und freue mich, heute Abend mit dir und Sebastian sprechen zu können. Hi. Hallo Michael. Ich bin Sebastian Oehler. Und ich freue mich auch für die Einladung. Vielen Dank. Ja. Ist mir wirklich eine wahre Freude. Ich habe jetzt schon von der einen oder anderen Stelle ganz tolle Sachen von euch gesehen und gehört. Ich habe auch gerade gehört, ihr habt einen stetig wachsenden Instagram-Account. Also ich glaube, die Leute da draußen sehen das auch so wie ich. Erzählt doch mal vielleicht erstmal, kommen wir ein bisschen auf euch zu sprechen. Ich habe jetzt ein paar Sachen angeteased, aber vielleicht wollt ihr euch trotzdem selbst noch mal kurz vorstellen, was jetzt so eure, sage ich mal, Position in der Comic-Szene angeht. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Sebastian. Warum machst du eigentlich Comics? Was hast du mit Comics zu tun? Ich habe Comics einfach immer schon gern gelesen. Also ich habe als Kind alles gelesen, wo eine Sprechblase irgendwo irgendwie dabei war. Und habe dann aber so mit, ich glaube, 12 oder so aufgehört, als ich den Bücherbus bei uns, weil eine richtige Bibliothek hatten wir nicht, den hatte ich ausgelesen und dann wurden auf einmal die richtigen Bücher einfach deutlich interessanter. Und das ging dann irgendwie so mit 18, 19 irgendwie wieder los, dass ich auf einmal Comics gelesen habe. Das waren dann eher diese Comics für Erwachsenen, schwarz-weiß, diese neue Welle. Und das war auf einmal super spannend. Gleichzeitig habe ich BWL angefangen zu studieren, letzten Endes dann auch abgeschlossen und dann aber nach dem Grundstudium dann schon ein Praktikum bei Speed Comics in Bad Tölz gemacht. Das war so mein Einstieg und da habe ich dann auf einmal gemerkt, das macht ziemlich viel Spaß. Und dann bin ich zum Hauptstudium nach Berlin gekommen, habe bei Reprodukt auch ein Praktikum gemacht und bin dann einfach nicht mehr gegangen. Und dann war es aber zwischendrin so, dann habe ich für Carlsen gearbeitet, habe da Rechte und Lizenzen gemacht, habe Vertrieb für Joscha Sauer und Nicht Lustig gemacht und dann auch wieder Vertrieb für andere Verlage, für Reprodukt, für die ich letzten Endes dann auch ja insgesamt knapp 13 Jahre gearbeitet habe und war dann aber auch noch bei Egmont. Und war dort fürs Marketing von der Egmont Comic Collection und Egmont Manga zuständig. Du hast also, wenn ich das richtig sehe, die größten deutschen Verlage alle durch und auch von verschiedenen Perspektiven aus kennengelernt. Das kann man so sagen, ja. Also es gibt nicht mehr so viele, die mir fehlen. Ja, sehr gut. Ja, vielleicht wird der Kiebitz Verlag ja der nächste riesengroße Verlag, den man auf dem Schirm haben muss. Wir hoffen es doch sehr. Ja. Michael, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht stellst du dich nochmal mit eigenen Worten vor. Ja, es geht mir ein bisschen wie Sebastian. Also ich bin zwar nicht seit meiner Kindheit Comic-Fan, sondern tatsächlich erst eingestiegen, als Sebastian ausgestiegen ist, also so mit 12, 13. Und um deine Frage von eben nochmal aufzugreifen, ja, ich habe angefangen, Comics zu lesen und relativ schnell auch Comics zu zeichnen und mir auszudenken, damals in der Prä-Internet-Zeit in der Kleinstadt,
dann mich mit Gleichgesinnten zusammengetan und bin dann so den klassischen Fanzine-Weg gegangen. Also wir haben ein Comic-Fanzine gemacht in Siegen, was dann relativ rasch auch überregional erschienen ist und überregionale Zeichnerinnen und Zeichner hatte. Und das war im Grunde so der bisschen die Eintrittskarte auch. Man hat Leute aus professionellen Verlagen kennengelernt, ein bisschen für die und für diesen Verlag oder für jenen gearbeitet. Ich habe auch dann verschiedene Praktika gemacht bei Ehapa damals noch oder beim seligen Semmel Verlag aus Kiel und habe dann neben meinem Germanistikstudium das immer so weitergetrieben und als ich dann fertig war, bin ich dann für anderthalb Jahre nach Stuttgart gegangen zum Dino Verlag damals, habe dort nochmal ein Zeitschriftenvolontariat drangehängt und dann im Anschluss 8 oder 9 Jahre für Carlsen gearbeitet als Redakteur. Also ich bin nicht so multifunktional unterwegs wie Sebastian, sondern eigentlich immer im Lektorat oder in der Redaktion tätig gewesen. Habe da dann eben in der Abteilung gearbeitet, die die europäischen und amerikanischen Comics, also die westlichen Comics betreut hat. Relativ viele deutsche Zeichnerinnen und Zeichner da auch betreut, wie Reinhard Kleiss, den ich bis heute eben begleite als Redakteur, oder mit Isabel Kreitz gearbeitet. Und nach einer Weile habe ich mich dann eben selbstständig gemacht, um dann ebenfalls zu Reprodukt zu gehen für ein paar Jahre und habe da mich um den Bereich Redaktion gekümmert, wieder mit vielen deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern wie Marville oder Barbara Jelin zusammen Bücher gemacht oder deren Bücher betreut sozusagen. Und das, was dann eben für mich tatsächlich ein einschneidender Moment war, war, dass eben durch viele Kontakte, die ich vorher eben schon hatte, dass da eben dieser Bereich Kindercomic plötzlich aufgekommen ist und wir bei Reprodukt 2013 einen eigenen Bereich Kindercomic eben kreiert haben. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren wieder selbstständig und bin freier Redakteur in der Hauptsache wieder für Carlsen, aber mache auch für Reprodukt was und eben fürs Erlanger Comic Festival den Kindercomic Teil und ja, bin hier und da unterwegs sozusagen. Und ich habe den Eindruck, du kennst ja scheinbar wirklich alle, gerade die Künstlerinnen und Künstler da draußen, zu denen du scheinbar auch einen guten Draht hast, zumindest zu Einzelfällen. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob, also ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ob ich dabei war als der kleine Praktikant Sebastian. Ich weiß nicht, wir haben uns bei Reprodukt kennengelernt. Ja, ich glaube, auf der Buchmesse in Leipzig, meine ich, war ich dann irgendwann am Stand von Reprodukt und dann warst du auch da und dann verschämt irgendwie das ein oder andere Wort gewechselt. Das ist jetzt auch schon, ich weiß es nicht, 16 Jahre her oder so. Ja, klar. Ja, aber im Grunde genommen über Reprodukt und ja, die Comic-Szene ist einfach auch relativ klein. Das genau. Auch nee, ich, und das ist, ich wollte mit Sebastian eigentlich nie was zu tun haben, das fällt mir gerade wieder ein, weil er also noch bei Speed war, es irgendwie geschafft hat, Craig Thompsons Blankets zu kaufen, was ich auch gerne lizenzieren wollte. Und Sebastian hatte die Kohle schneller zusammen als ich. Das weiß ich noch. Ich habe ihn verflucht damals. Also auch ein kollegialer Wettbewerb, der da auch mal eine Rolle gespielt hat. Ich merke schon. Nein, nein. Aber da ist Sebastian mir zum ersten Mal so richtig, da ist er in mein Leben getreten sozusagen. Das war kurz vorher. Okay, und scheinbar habt ihr dann noch tatsächlich auch langfristig Kontakt gehalten, wie ihr das genauso sagt. Ich glaube, ich kann das bestätigen, wenn man sich einmal kennenlernt in der Comic-Szene. Wenn man einmal drin ist, auch im Verlagswesen, man kennt die Kollegen eigentlich auch von den anderen Verlagen im Regelfall dann irgendwann. Dann ist natürlich der Moment gekommen, wo ich irgendwann gedacht haben müsst, jetzt könnten wir vielleicht doch mal einen Verlag gründen. Den Kiebitz Verlag, um den es uns heute ja nämlich auch zentral gehen soll. Vielleicht noch kurz zur Geschichte auch des Verlages. Wie sieht es da aus mit der Initialzündung zum Verlag? Warum die Verlagsgründung? Mit welcher Absicht? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen. Also im Grunde genommen ist es so, ich wollte eigentlich schon direkt nach dem Abi eigentlich einen Comic-Verlag gründen. Und also der Gedanke, einen eigenen Comic-Verlag zu machen, der ist schon unglaublich lange da.
Und dann war das einfach durch die Arbeit für andere Verlage, habe ich gemerkt, ich muss das gar nicht selbst machen. Ich kann für andere Verlage dann arbeiten mit anderen tollen Leuten zusammen. Und das war super. Und da ist dann der Gedanke an den eigenen Verlag, der ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dann war es aber vor 2 Jahren so, dass ich mich wieder mit dem Gedanken rumgetragen habe, einen eigenen Verlag zu machen. Und in genau diesem Moment hat mich Micha angesprochen, ob ich ihm denn nicht vertrieblich irgendwie hilfreich zur Seite stehen könnte bei seinen Überlegungen mit einem Verlag. Ja, und dann war relativ schnell klar, dass wir das zusammen machen. Genau, also ich habe mich eigentlich eigentlich lange Zeit nicht wirklich damit getragen, einen eigenen Comicverlag zu gründen, sondern das ist bei mir halt in den letzten Jahren entstanden, diese Idee, und die rührte bei mir wieder daher, dass ich halt einfach Lust hatte, mit speziell jetzt am Start erstmal mit einheimischen Comic-Künstlern und Comic-Künstler Bücher zu machen, und zwar für Kinder. Mhm. Das war bei mir so der initiale Gedanke, der irgendwann kam, die Veröffentlichungsmöglichkeiten für Kindercomics sind zwar gestiegen, aber in Deutschland eben immer noch nicht wirklich rosig, würde ich sagen. Ja, und da war eben meine Idee, mit einigen tollen Leuten, mit denen ich im Gespräch war, halt einfach Bücher zu machen und sie selbst an den Markt zu bringen, ohne ohne sozusagen Teil einer großen Verlagsmaschinerie zu sein, sondern zu sagen, wir sind eben kleinwendig und versuchen das so. Und in der Tat ist es eben so, dass ich mir sowas aber niemals zugetraut hätte, weil mir der ganze in erster Linie vertriebliche Teil des Wissens als Redakteur fehlt, weil mir die Kontakte gefehlt haben. Und da war es für mich eben naheliegend, Sebastian zu fragen, mit dem ich ja lange Zeit eben gut zusammengearbeitet habe und wo ein großes Vertrauensverhältnis da war. Und als er dann meinte, ja, er hätte da auch Lust zu, und zwar nicht nur mir ein paar Tipps zu geben, sondern das zusammenzumachen, war das natürlich eine sehr glückliche Fügung. Verstehe ich dich also richtig? Du hattest Bock, was mit lokalen, also deutschen Künstlerinnen zu machen. Und es gab aus deiner Perspektive eine Marktlücke, was Kindercomics betraf, die du füllen wolltest. Im Grunde schon, ja. Also es gibt eben, wie gesagt, mittlerweile eben eine etwas größere Möglichkeit, nicht nur bei Reprodukt, sondern auch hier und da bei einem Kinderbuchverlag einen Comic zu lancieren. Aber aus meiner Warte und aus der Warte dessen, was ich gespiegelt bekommen habe, ist es halt nach wie vor schwierig. Und ich denke schon, dass es eben sowohl für Sebastian als auch für mich wichtig und schön ist, mit Künstlern Projekte zu begleiten und sie in der Entstehung zu begleiten und die Projekte zu diskutieren und nicht unbedingt auf dem Lizenzmarkt in erster Linie tätig zu sein und Projekte einzukaufen. Auch weil wir uns eben denken, dass es für das, was wir vorhaben, nämlich Kindercomic in Deutschland längerfristig etwas besser zu etablieren, durchaus von Vorteil ist, diesen Weg zu gehen, also mit einheimischen Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten. Warum gerade für dieses Thema Kindercomic, also Subgenre, nicht Genre, doch Submedium, warum gerade da lokale Künstler, welchen Vorteil hat das? Weil die Gewohnheiten der deutschen Kinder besser verstehen, oder woran liegt es? Nee, man kann Veranstaltungen machen. Das ist einfach sehr viel leichter. Die meisten der Künstler, oder jetzt von der vom ersten Programm, es sprechen alle Künstlerinnen und Künstler sprechen Deutsch. Das macht es sehr viel leichter, einfach auch Veranstaltungen anzubieten. Corona hat das Ganze dann so ein klein wenig vereitelt, aber das ist für uns ein wichtiger Verlagsbestandteil. Beziehungsweise sollte es sein, dass wir Veranstaltungen anbieten, zusammen mit Literaturhäusern,
mit Festivals, dass wir einfach Veranstaltungen für Kinder anbieten und da, wo man für Erwachsene eben durchaus auch auf Englisch irgendwie ausweichen kann, das ist bei Kindern einfach nicht drin. Klar, ne, also diese Veranstaltung finde ich wichtig. Es gibt auch mittlerweile einige Leute, finde ich, im Bereich Kindercomic auch, die sehr versiert sind im Vortrag ihrer Geschichten, ne, die sowas eben nicht alle. Es gibt auch noch die klassischen Comiczeichner, die eben gerne sich hinterm Schreibtisch verstecken, aus dem Grund, weil sie keine Bühnenpräsenz möchten, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt eben doch einige, die mittlerweile eben sehr, sehr schön und sehr gut und für Kinder sehr unterhaltsam ihre eigenen Comics vorlesen können. Sie können Workshops machen mit den Kindern dort vor Ort. Sie können verschiedene interaktive Aktionen machen. Und das ist halt einfach aus meiner Erfahrung her mit die beste Werbung, die man halt machen kann, um eben diese Comics auch den Eltern nahezulegen. Ne? Also bei all den Veranstaltungen, die wir so gemacht haben, gibt es immer wieder diesen Moment, dass eben viele Eltern überhaupt nicht wussten, dass es diese Art von Comics gibt, weil sie halt eben im Handel jetzt nicht so eine riesengroße Präsenz haben. Und dann mit auf ein Festival zu gehen und zu sehen, wie die Kinder Spaß haben und wie die Kinder halt irgendwie sich in die Workshops drängen, das ist natürlich einfach eine wunderbare Sache, diese Art der Erzählung an ein breiteres Publikum zu bringen. Und das geht eben mit deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstlern wesentlich besser, wie Sebastian schon mal meinte. Nichtsdestoweniger, wenn ich das nur also ich glaube auch schon, dass eben dieser Moment, dass es Vorteile hat. Also es gibt einfach international Comics, die sehr, sehr schön wirklich auch für Deutschland adaptierbar sind, weil halt einfach die dargestellten Situationen und Mentalitäten und alles eben gut rüberkommen. Aber für mein Dafürhalten ist es bei einem ganz großen Teil von Comics für Kinder so, dass ich häufig denke, das kann man eigentlich nicht unbedingt in Deutschland bringen, oder es ist nicht unbedingt die Art von Geschichte, die ich gerne veröffentlichen möchte, ja, von Ausnahmen abgesehen. Und das ist halt, finde ich, eben so ein weiterer Grund, der mich reizt, eben die Bücher selbst zu machen, zu begleiten, weil ich eben das Gefühl habe, wir können vielleicht ein bisschen mehr gucken, dass wir es auf die Lebensumstände hier münzen können, da wo die Lebensumstände denn Teil sein sollen des Buches. Und ich kann eben mit den Künstlerinnen und Künstlern mich auch verständigen, welche Art von Geschichte wir erzählen. Also, ne, dass es eben Geschichten sind, die jetzt vielleicht nicht amerikanischen Klischees folgen oder französische Gegebenheiten eben in den Mittelpunkt rücken, sondern wir einen Weg suchen, Geschichten zu erzählen, die uns gefällt einfach. Mhm. Diese Veranstaltungen, die dann hier in Deutschland stattgefunden hätten, wir werden gleich natürlich auch noch ganz kurz auf den Ausfall des Comic-Salons zu sprechen kommen, das wären dann was für Veranstaltungen gewesen? In einem Buchhandel oder wärt ihr in, keine Ahnung, eine Grundschule gegangen? Was wäre das gewesen? Also zum einen ist es so, dass wir unseren Startpunkt in Erlangen auf dem Comic-Salon gehabt hätten. Und diese ganzen Planungen, die waren halt gerade am Beginn, dass wir einfach dann im Herbst mit eben Veranstaltern sprechen, wegen Comic-Veranstaltungen und so weiter und so fort, was sich dann eben durch die Situation ziemlich schnell erledigt hatte. Genau, was wir vorhatten, ist tatsächlich so, dass wir zu den einzelnen Büchern eben kleinere Veranstaltungen machen wollten, in dem die Bücher halt präsentiert werden, das in der Buchhandlung oder Bibliothek, also in einem überschaubaren Rahmen, dass wir aber auch durchaus Potenzial sehen, sich beispielsweise mit einem Programm an Literaturveranstaltungen für Kinder anzudocken, weil halt einfach die Bereitschaft, Comic für Kinder sozusagen in das Buchangebot für Kinder aufzunehmen, auch seitens der Festivalmacherinnen und Festivalmachern von Lesefesten eben sehr stark gestiegen ist. Ja, also ich glaube eben, dass wir da
durchaus, sei es beim Seiteneinsteigerfestival in Hamburg, wo ich das regelmäßig schon mache, sei es anderswo eben Teil hätten werden können des Leseprogramms oder werden wollen natürlich. Und dass wir aber auch denken, dass es eine interessante Sache ist, halt zu schauen, ob man Formate entwickeln kann, im Prinzip so eine Art kleines Kindercomic-Fest auf die Reise zu schicken an verschiedene Orte. Da gibt es überall, oder da scheint es mir ein Interesse zu geben, seitens von Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, halt einfach Comic viel stärker in den Bereich Leseförderung zu integrieren, auch mit Veranstaltungen. Und wie heißt es so schön, aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Also es heißt ja nicht, dass man das nicht letztlich auch nochmal einfach dann nächstes Jahr nochmal versuchen könnte oder so. Ist wahrscheinlich für die Planung so eines Verlages nicht unbedingt der einfachste Beginn, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wie sieht es denn jetzt insbesondere eben auch mit dem Ausfall des Comic-Salons aus? Ich hatte ja bereits mit eurer Pressedame gesprochen und auch schon telefoniert, an der Stelle liebe Grüße an die Katinka, die ja meines Wissens, glaube ich, auch in der Jury vom Max-und-Moritz-Preis mit drin sitzt und zuletzt auch bei den Kollegen vom Comic-Talk mit dabei gewesen ist. Ja, wie sieht es aus? Was war denn für den Salon selbst geplant? Wir haben natürlich geplant, mit einem Auftritt auf der Messe vor Ort zu sein, mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, an einem Stand zu partizipieren, und wären dort eben die Anlaufstelle auf der Messe gewesen. Das, was für uns wahrscheinlich der nochmal schönere Teil oder interessantere Teil gewesen wäre eben, dass es auch in Erlangen ein Programm für Kinder gibt, Kinder lieben Comics, mit Lesungen, Workshops, so in der Art, wie ich es gerade schon mal beschrieben habe. Und da wären natürlich alle unsere Autorinnen und Autoren gekommen, hätten ihre Bücher mit Lesungen vorgestellt, hätten Workshops gemacht, verschiedene Aktionen gefahren und denke mal, dass wir uns so aufgesplittet hätten. Ne? Zum einen eben eine Präsenz auf der Messe und Ansprechbarkeit auf der Messe und zum zweiten im Prinzip ein Feiern der Neuerscheinungen zusammen mit einer Menge Kinder. Und wir hätten sicherlich auch noch die Gelegenheit gefunden oder hatten geplant, eben am Wochenende Kiebitz auch offiziell sozusagen mit so einem, möchte mal sagen, mit einem Geburtstagsumtrunk anzugehen mit Eis und vielleicht Sekt für die Erwachsenen und im Prinzip eben in etwas lockerer Atmosphäre sozusagen denjenigen Menschen, die was über den Verlag wissen möchten, Journalistinnen und Journalisten, halt einfach in so einer Art kleinem Kiebitz-Kinderfest zusammenzukommen. Wunderbar, klingt nach einer ganz tollen Sache, die ja hoffentlich auch irgendwann mal noch so stattfinden wird. Spätestens dann zum ersten Geburtstag, den es ja auch noch geben wird. Ja, und dann würde ich gerne so ein paar Detailfragen noch einsteigen wollen. Unter anderem haben wir jetzt hier schon die Kinder selbst angesprochen. War es denn ein Ziel von euch, auch damit quasi Kindercomics und das eben Comics für Kinder zu fördern, letztlich auch einfach mal grundsätzlich neue Comicleser zu gewinnen? Ist das ein Ziel? Habt ihr das auf dem Schirm oder war das jetzt eher so ein Sekundärziel? Wir wollen gute Bücher machen. Gute Bücher für interessierte Leserinnen und Leser. Und wenn die dadurch das Medium für sich entdecken, super. Das ist noch besser. Aber im Grunde genommen wollen wir tolle Geschichten unter die Leserinnen und Leser bringen. Wann geht's los? Für welches Alter ist das? Ist das jüngste Alter, das ihr bedient? Das wäre das von Anke Kuhl. Geniale Geschenke. Das geht so ab 4. Geht das los? Okay. Tatsächlich bin ich gerade in so einer Situation, wo das nämlich langsam aber sicher relevant wird und wir vor allem auch den Schwenk vom Kinderbuch ganz dringend zum Comic auch mal treffen müssten. Der ist mir persönlich nämlich sehr wichtig, dieser Wechsel. Wie sieht es eigentlich aus? Ich denke, da kann man vielleicht auch mal nochmal ins Detail gehen. Ihr hattet jetzt ja auch schon Kinderbücher angesprochen und insbesondere vom Carlsen Verlag liegen hier x Kinderbücher bei mir im Wohnzimmer. Da wird mich ja schon mal interessieren, vielleicht auch für die Leute da draußen. Was ist denn jetzt aus eurer Perspektive der konkrete Unterschied zwischen einem illustrierten Kinderbuch und einem Comic? Naja, ich finde, der wesentliche Unterschied ist eben, dass im Gegensatz zum illustrierten Kinderbuch Wort und Bild tatsächlich beim Erzählen derselbe Stellenwert eingeräumt wird. Ja? Also dass eben eine Geschichte in einer Sequenz tatsächlich sich erzählt über die Bilder und über den Text und beides
eine Comic oder eine Erzählsprache eben entwickelt. Ja, also es gibt mittlerweile ja etliche Angebote für Kinder, die eben Elemente des Comics aufgreifen, ja, wie Sprechblasen oder Illustrationen. Aber für mich ist eben der wesentliche Aspekt, dass in fortgesetzten Bildern erzählt wird, die eben auf der Bildebene genauso Informationen transportieren wie auf der Textebene und wirklich zusammengehen. So, ja. Also okay. Wäre jetzt mein also diese eigene Sprache des Comics, dieser eigene Aspekt, dass eben ein Bild tatsächlich, finde ich, die sprichwörtlichen 1000 Worte ersetzen kann, eben im Bereich der, ja, nicht nur der Handlungsebene, sondern eben der Gestik, Mimik, Stimmung, aber auch einfach der Beziehung unter Figuren, ne, über die man in den Bildern schon sehr, sehr viel rauslesen kann, was natürlich nur dann funktioniert, wenn die Bilder eben sequenziell arbeiten, wenn die aufeinander folgen. Und das ist für mich eben der wesentliche Aspekt, der ist vom illustrierten Kinderbuch oder vom Bilderbuch unterscheidet. Mhm. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ist natürlich auch eine andere Art des Erzählens. So ein illustriertes Kinderbuch ist relativ sprunghaft, zumindest das, was ich kenne. Das ist mehr so eine Art Szene, 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 die natürlich in Zusammenhang stehen, aber nicht unbedingt einen saubersten Übergang haben, was man jetzt, wenn man im Vergleich zu einem Comic ziehen möchte, gibt sicherlich Ausnahmen in alle Richtungen. Das ist einfach eine andere Erzählstruktur, andere Art des Erzählens. Und wir kommen natürlich gleich noch im Detail aufs Programm zu sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel heute von unserem Gespräch. Ist es richtig, dass ihr eure Comics vor allem als Hardcover veröffentlicht? Und wenn ja, warum? Also es ist richtig, alle Bücher, die wir bisher gemacht haben, sind im Hardcover. Ach, warum? Sie sehen schön aus. Also es ist einfach auch viele der Kinderbücher sind eben auch einfach im Hardcover. Ich würde da aber auch nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann auch Softcover-Bücher machen. Okay. Es muss irgendwie zu den Büchern passen, aber das ist jetzt also keine. Es ist kein. Nee, es ist kein Muss, denke ich. Für mich hat das aber auch so ein Stück weit den Grund, dass wir uns ja ganz klar an. Sebastian hat zwar gerade das Buch erwähnt, was man auch Vierjährigen schon vorlesen kann, aber die eigentliche Kernzielgruppe sind ja tatsächlich die 6- bis 12-jährigen Kinder. Das heißt wirklich Kinder, die anfangen zu lesen. Ne? Und also anfangen selbst zu lesen. Und in dem Bereich ist meiner Erfahrung nach halt einfach, dass das Buch für Leseanfänger und Leseanfänger im Buchhandel ist eben klassisch ein Hardcover-Buch. Und im Grunde möchten wir ja, oder ich zumindest auf kurz oder lang, träumt man immer noch den Traum, irgendwann mal auch in dieser Ecke der Buchhandlung zu landen, ja, sich dort einzugliedern. Deshalb ist es für mich auch so eine Entscheidung gewesen, zu sagen, wir gehen eben diesen Weg mit dem Hardcover mit. Es hat natürlich eine ganz andere auch Langlebigkeit. So ein Hardcover in den Händen eines Kindes hält wahrscheinlich länger, als es jetzt zum Beispiel das ebenfalls von mir sehr geschätzte Magazin Polle zum Beispiel auch tut. Die sind ja, glaube ich, im Softcover unterwegs. Das ist ein super Produkt, aber ich glaube, dass es nicht ewig hält, wenn man das Ding in der Hand hat. Das geht einfach kaputt, wenn damit 2 Tage gespielt worden ist, glaube ich. Und bei so einem Hardcover ist eventuell ein bisschen mehr Robustheit dahinter. Das auf jeden Fall auch. Aber so ein Heft wie Polle, ich meine, die Kindercomics, die ich hatte, oder die wenigen Comics, die ich meiner Kindheit hatte, die mussten auch irgendwann abgerockert aussehen, sonst machen sie keinen Spaß. Genau. Natürlich wirkt sich dann so Hardcover auch, und ihr habt jetzt schon quasi auch den Buchhandel angesprochen und so ein bisschen diese Kinderbuchecke, in die ihr hineinstreben wollt. Das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf den Preis aus. Ich habe ehrlich gesagt mich jetzt überhaupt nicht informiert, was die kosten, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das dünnste Hardcover finanziell in einem Bereich liegt bei einem Neukauf, der sich nicht unbedingt vom ersten Taschengeld finanzieren lässt, oder? Naja, das kommt auf die Kinder an, aber generell ist es bei den bei den Büchern einfach so, die werden klassischerweise von den Eltern gekauft. Also Kinder können sich von ihrem Taschengeld eben maximal das lustige Taschenbuch kaufen, wobei das mittlerweile ja eben auch deutlich mehr kostet als vor 20 Jahren.
Aber alles, was darüber hinausgeht, da wird es eben einfach schwer. Das werden die Eltern machen müssen, beziehungsweise machen die Eltern ja auch. Und da gehen wir davon aus, dass das, oder hoffen wir, dass das bei unseren Büchern dann eben auch der Fall sein wird. Absolut. Ich verschenke selber regelmäßig Comics und das sind meistens auch Comics im Hardcover, allein schon, weil das natürlich einen sehr wertigen Eindruck hat, auch verstehe ich voll und ganz. Also ist schon richtig. Und gerade so diesen Geschenkmoment, da ist es einfach, auch sei es nur von den Eltern und egal von wem, das finde ich völlig nachvollziehbar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ist der Moment gekommen, wo wir uns jetzt ein bisschen um euer Programm kümmern wollen. Ich habe mir hier eine PDF-Datei aufgerufen, die es bei euch auf der Presseseite gibt, wo man einen guten Überblick bekommt. Und wenn ich so schaue, was für Bücher dabei sind, dann tauchen da vor allem auch viele bekannte Namen auf, die da Sachen gemacht haben. Ich möchte euch jetzt eigentlich die Chance geben, dass wir Stück für Stück das Programm, das aktuelle Programm, das meines Wissens jetzt auch ganz aktuell überhaupt erst vollständig zu bekommen ist, einfach mal durchgehen. Ihr selbst könnt euch quasi, ihr könnt quasi anfangen, wo ihr wollt. Ich habe jetzt hier verschiedene Neuerscheinungen vor mir. Ich habe hier auch diese PDF-Datei. Entscheidet doch einfach selbst, von welchem Buch zu welchem Buch wir gehen. Mit welchem wollen wir denn anfangen? Für mich wäre jetzt Tanja Eschs Buch Ulf und das Rätsel um die Neue. Mhm. Ein guter Einstiegspunkt, weil das, glaube ich, mit das erste Projekt gewesen ist, über das ich eben konkret gesprochen habe mit einer Autorin und was mich von den Büchern, die wir im Programm haben, am längsten begleitet hat. Tanja Esch ist eine noch relativ junge Hamburger Zeichnerin, die vor einigen Jahren einen kleinen Kindercomic herausgebracht hat, super cool, sehr zu empfehlen, bei den Kolleginnen vom Jaja Verlag erschienen. Ich habe mit Tanja aber eben über die Jahre immer viel zu tun gehabt und wir haben viel über Projekte geredet und als dieses aufgetaucht ist, habe ich sofort große Lust gehabt, es zu verlegen. Und in diesem Buch geht es um, ja, im Grunde um eine Gruppe von Junior-Detektivinnen, ja, die eben an ihrer Grundschule sitzen und am liebsten Verbrechen oder Geheimnisse aufklären möchten. Wie das aber an Grundschulen so ist, passiert eben relativ wenig Geheimnisvolles und schon gar nichts Verbrecherisches und dementsprechend steigern sie sich so ein bisschen rein in diese, oder in Teilen der Gruppe steigern sie sich rein in diese Sehnsucht nach dem Geheimnis. Und irgendwann bekommen sie eine neue Mitschülerin und in dem Moment ist für einen Teil der Gruppe klar, die ist total schräg, der müssen wir auf den Grund gehen. Ne? Die hat Eltern, die sehen komisch aus, sie selber wirkt ein bisschen komisch und sie verhält sich vor allen Dingen auch komisch und nicht so, wie sie das für normal empfinden. Und dementsprechend wird sie jetzt eben von der Gruppe observiert. Der titelgebende Ulf ist eben Teil dieser Detektivgruppe und ist etwas reflektierter dabei als seine Kolleginnen und Kollegen und findet das Ganze eher so ein bisschen doof, ja, jemanden auszuspionieren, den er eigentlich ganz nett findet. Aber die Ereignisse um dieses Mädchen Uli werden zusehends skurriler und irgendwann kann auch Ulf sich nicht mehr der Tatsache entziehen, dass dieses Mädchen irgendein Geheimnis umgibt, und zwar ein ganz schön unheimliches. Und in dem Moment ist Ulf widerstrebend dann auch dabei, jetzt das Geheimnis um Uli aufzuklären. Und das Ganze ist aus meiner Sicht eben ein extrem lustiges Buch mit einem extrem trockenen Humor, was eben schon ein Stück weit auch das Thema Ausgrenzung und Gruppendynamik eben auf eine sehr spielerische Art umsetzt. Und ja, es macht einfach extrem viel Spaß, diesen skurrilen Figuren durch diese Geschichte zu folgen und sich ja über all die Dinge, die geschehen, wo man tatsächlich nicht weiß, sind die jetzt eingebildet oder nicht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt dieser Geschichte zu folgen. Und Ulis Hipster-Eltern sind einfach großartig. Der Vater, der Uli in die Schule bringt und danach in seiner Regenbogenhose auf dem Skateboard irgendwie dann weiterfährt. Ich habe mich weggeschmissen. Wer würde da nicht ermitteln?
An der Stelle und auch zur Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir natürlich mal angeschaut, was es so alles zu den jeweiligen Sachen gibt. Und was ich wirklich großartig finde, ist es, dass ihr so Kurzvideos gemacht habt. Die kann man auch vor allem auf der Internetseite von euch finden. Ich glaube, ich habe auch eine Verlinkung dazu irgendwo gehabt. Wer sich also einen Eindruck davon machen möchte, was jetzt hier bei den einzelnen Werken, in dem Fall eben bei Ulf, auf euch da draußen zukommt, dann checkt doch unbedingt mal die Leseprobe, die es gibt auf kibitz-verlag.de, als eben auch die jeweiligen Videos, die da teilweise drunter sind. Und wirklich, das sieht schon extrem faszinierend aus. Das ist natürlich ein ganz eigener auch Zeichenstil und so, aber es ist bunt, es ist hell, es ist irgendwie auch interessant, es ist irgendwie faszinierend, finde ich auch. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das bei den Kids ab 6 ist hier, glaube ich, die Altersempfehlung, auch super gut ankommen kann. Also ich persönlich bin erst von dem, was ich kenne, von den Lesern, bin ich sehr angetan von dem. Hat die Tanja Esch das euch regelrecht gepitcht oder kam die schon mit einem fertigen Werk auf euch zu? Nein, das ist tatsächlich so, dass ich die Situation ist, ne, dass ich Tanja eben während ihres Studiums hier in Hamburg kennengelernt habe und wir eben immer in Kontakt geblieben sind. So entstehen eben, denke ich, viele, viele Projekte, dass man einfach den Kontakt hält zu Künstlerinnen und Künstlern, dass man sich mit ihnen immer mal wieder austauscht. Im Fall von Tanja Esch war es so, dass sie mit mir zusammen dann auch hier in Hamburg ein Kindercomic-Festival organisiert hat. Also das war dann schon so ein bisschen der Vorteil, dass ich da eben einfach sehr, sehr dicht dran gewesen bin und wir uns halt einfach schon eine Weile kannten, was für Tanja hoffentlich oder denke ich auch ein ausschlaggebender Grund war, zu sagen, sie veröffentlicht das Buch jetzt einfach bei einem ganz neuen Verlag. Sie hat es nicht gepitcht, sondern es ist eben so in meinem Beisein entstanden und tatsächlich auch, es ist tatsächlich auch eine Abschlussarbeit für ihr Studium zugleich. Genau. Prima. Das vielleicht zu Ulf. Wir haben hier noch weitere Bücher vor uns. Unter anderem, vielleicht, wenn ich mal einen Vorschlag machen kann, weil es mich sehr interessieren würde. Ich habe schon das Video gesehen, was es für Haus Nummer 8, eine farblose Familie, gibt. Und nach Ende des Videos wusste ich nicht so genau, worauf es hinausläuft. Da gibt es dann so eine Entdeckung. Und dann habe ich das Cover aber nochmal gesehen. Und jetzt habe ich so eine Ahnung, wovon es eigentlich handelt. Aber vielleicht möchte ich mal erzählen, was da die beiden ja letztlich auch Ausnahmekünstler, Patrick Wirbeleit und Sascha Wüstefeld, gemacht haben. Ja, in Haus Nummer 8 geht es um einen Jungen, der mit seinen Eltern aufgrund des Umstands, dass der Vater einen neuen Job hat, müssen sie in die Stadt ziehen, beziehungsweise sie müssen an den Rand der Stadt ziehen. Also ne, sie wohnen zwar in der Stadt, aber in der wirklich abgelegensten Ecke, da wo im Grunde halt Fuchs und Has sich gut Nacht sagen, wo man die Stadt in der Ferne noch erahnen kann. Also Tim ist dementsprechend ordentlich abgenervt, wie er jetzt da neue Freunde finden soll und überhaupt sein Leben weitergehen soll in dieser Einöde. Und es dauert gar nicht lange, da bemerkt er aber, dass dieses Haus, es ist ein sehr altes Haus, eben offensichtlich Geheimnisse birgt. Und der Comic ist tatsächlich geschrieben, schon mit der klaren Absicht, dass das Abenteuer und die Action im Vordergrund steht. Das heißt, es passiert eben relativ schnell was. Ne? Also da, wo das Video aufhört, da bis dahin siehst du halt den Einstieg in die Geschichte und nach diesem Schreckensschrei geht dann das los, geht eine ganze Reihe von wunderbar abstrusen und abenteuerlichen Erlebnissen los. Es ist nämlich so, dass Tim im Keller im Grunde unabsichtlich ein Loch im Boden öffnet und durch dieses Loch läuft sämtliche Farbe ab. Also tatsächlich wortwörtlich zu nehmen, also aus den Wänden, aus den Möbeln, aus seinen Eltern, aus ihm selbst verschwindet jede Farbe. Im Haus sieht es ab diesem Moment so aus wie im Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und natürlich wissen weder Tim noch seine Eltern, was ist hier gerade passiert. Und Tim begibt sich eben jetzt, ich will jetzt nicht alles verraten, aber Tim, es gibt gewisse Umstände, die ihn dazu zwingen, sich alleine auf die Suche zu machen nach diesem Rätsel und warum die Farbe verloren gegangen ist. Seine Eltern bleiben also außen vor und er untersucht nun dieses Haus Nummer 8 und bemerkt relativ rasch, dass eben die verschwundene Farbe nicht das einzige Geheimnis ist, sondern es gibt auch noch im Prinzip
verborgene Türen, die in verborgene Winkel dieses Hauses führen, die man so vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und tatsächlich trifft er, indem er durch eine dieser Pforten im Haus geht, auf der anderen Seite auch einen Menschen, der eben schon seit Jahrhunderten in diesem Haus lebt und im Prinzip für diesen Farbzauber, also für die abgelaufene Farbe auch verantwortlich ist. Und in der ersten Geschichte, die extrem temporeich ist, geht es eben jetzt primär darum, diese missliche Situation zu befreien, die Familie, also zu lösen, diese Familie also wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen. Aber es geht auch darum, dass Tim eben ein Geheimnis seiner Mutter erfährt, was er vorher noch nicht wusste und was ihn zusätzlich verunsichert und was in dieser ganzen Situation auch eine tragende Rolle spielt. Und ich glaube einfach, dass das ist halt so ein Page-Turner, würde ich sagen. Ja, also sehr spannend geschrieben mit lustigen Elementen, die von Sascha Wüstefeld eben relativ spektakulär oder sehr spektakulär umgesetzt werden. Also der erste Teil, der im Video drin ist, ist ja nur das Vorspiel. Später lässt er es da richtig krachen mit Farbe und Effekten und mit all den Zaubersachen, die in diesem Haus so passieren. Das sieht echt toll aus. Ich habe jetzt, das wie gesagt im Video, das ist auch so einfach typischer Sascha Wüstefeld-Stil. Das sieht ganz, ganz toll aus. Und sind das eigentlich alles abgeschlossene Geschichten, diese Comics, die wir jetzt hier heute besprechen wollen, aus eurem Programm? Oder sind da auch Fortsetzungen denkbar oder geplant vielleicht sogar? Naja, in dem Fall ist, also bei Tanja Esch ist es so, die Geschichte ist abgeschlossen. Mhm. Wobei sich jetzt niemand so äußert, dass es nie wieder ein Klar. Fall von dieser Detektivbande geben wird. Aber es ist im Moment nicht als nächstes angedacht. Im Fall von Haus Nummer 8 ist es ein anderer Fall. Haus Nummer 8 ist tatsächlich eine Erzählung in drei Bänden. Das heißt, jeder Band erzählt schon in sich abgeschlossen ein Abenteuer, aber es ist ein großer Storybogen da. Ne? Also es werden im ersten Band Dinge angerissen und Dinge aufgezeigt, die noch nicht ganz aufgeklärt werden, die sich erst im Laufe dieser breit angelegten Geschichte dann lösen werden. Man kann die also separat lesen, aber insgesamt ergibt das Ganze dann eben eine stimmige große Geschichte, wenn mal alle drei Teile vorliegen. Und was das restliche Programm anbelangt, ist es halt einfach so, dass wir mit Büchern, über die wir vielleicht gleich auch noch reden, mit Kiste oder Selma tauscht Sachen, das sind eben auch Bücher, die schon durchaus auf eine Serie angelegt sind, aber das sind in sich abgeschlossene Geschichten einfach. Genau, also sieht toll aus. Ich finde auch allein schon diese Geschichte, wie Tim zu seinem Namen kommt, ist wohl gleich auf den ersten Seiten, wie es scheint. Einfach das ist toll. Einfach toll. Ja, und dieser Einstieg spielt für die Geschichte selbst dann später auch nochmal eine Rolle. Also das, was da. Er kommt nicht nur zu diesem Namen, sondern ne, dieses Feuermal, das er in seinem Po entdeckt, das spielt auch später noch eine Rolle. Und der Patrick Wirbeleit ist ja also wirklich auch Preisträger vom Max-Moritz-Preis zum Beispiel. Und der hat ja ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich selbst habe zuletzt von ihm gelesen, die Brücke der toten Hunde, das ist auch ganz aktuell erschienen. Fand ich toll. Ich mag einfach auch insbesondere halt einfach Ulf K., muss ich auch mal sagen. Ja. Ich finde das toll, was der macht. Und dann gibt es ja noch ein zweites Werk von Patrick, das ebenfalls bei euch erscheint, ne? Ja. Genau. Kiste Mathe Magie. Also Kiste ist ja durchaus ein Begriff und es ist einfach, ja, Mathis ist dann einfach nicht so die große Ausnahme. Er hat dann durchaus ein paar Probleme mit Mathematik und versucht dann diese Probleme einfach mit einem Zaubertrank zu lösen. Und weil Kiste da involviert ist, geht das Ganze einfach schief. Und wie das schief geht, ist dann eben wieder klassisch Patrick Wirbeleit, Uwe Heitschütter. Es macht Spaß zu lesen. Es ist lustig, es ist abgedreht, es ist toll gezeichnet, es ist toll erzählt. Super. Wie seid ihr eigentlich an den Patrick angekommen? Patrick, ne? Ich sage immer Patrick, aber Patrick. Patrick. Tatsächlich habe ich ihn kennengelernt, als ich ganz
ganz frisch bei Carlsen war, gar nicht, vor fast 20 Jahren ist er eingesprungen, mehr oder weniger bei einem Projekt, was damals für Carlsen entstanden ist. Das hieß Störtebeker. Das war so eine Kinderversion der Störtebeker Legende, gezeichnet von Kim Schmidt. Und das war im Grunde so mein erster Lektoratsjob, den ich hatte, dass mir dieses Projekt gegeben wurde und gesagt wurde, hier, wir mussten jetzt kurzfristig Patrick Wirbeleit engagieren, der schreibt die Geschichte um und da haben wir dann zusammengearbeitet und tatsächlich uns seitdem nicht mehr aus den Augen verloren. Und Patrick ist ein ganz wesentlicher Faktor, denke ich, auch in dieser ganzen Entwicklung, zumindest in meiner Entwicklung auch in Sachen Kindercomic, weil er immer dabei war, wir verschiedenste Sachen ausprobiert haben, für Reprodukt viel zusammengearbeitet haben und er im Grunde so mein, würde ich mal sagen, mit engster Begleiter war bei Versuchen. Ne? Genau. Also wieder ein Beispiel davon, dass ihr euch einfach schon seit Jahren kennt und ihr seit Jahren schon einfach in der Branche unterwegs seid. Kann es sein, da bin ich mir relativ sicher, aber dass ihr nicht der erste Verlag seid, der Comics zu Kiste veröffentlicht? Nein, die sind vorher sind die bei Reprodukt erschienen, die Bände 1 bis 4. Und da gab es einfach eine ziemlich lange Pause, beziehungsweise werden die dann nicht mehr weiter erschienen. Und als dann die Autoren davon erfahren haben, dass wir einen eigenen Verlag machen, haben sie uns gefragt, ob wir nicht Interesse daran hätten, das fortzuführen. Und das hatten wir. Das sind jetzt also neue Geschichten? Das sind neue Geschichten, genau. Okay. Das sind ganz neue Geschichten. Das heißt, das war, als wir angefangen haben, uns mit dem Verlag zu unterhalten, war Kiste noch gar nicht auf dem Plan. Da hatten wir Haus Nummer 8 in der Planung und Kiste ist dann für uns natürlich glorreicherweise irgendwie dazugekommen, weil eben Patrick und Uwe plötzlich wieder Lust hatten, neue Geschichten zu machen. Und das sind jetzt neue Geschichten. Wir hoffen, dass es da auch weitergeht, dass jetzt regelmäßig wieder Kiste Comics erscheinen können, dass wir ein bisschen was ausprobieren können und sich das so trägt. Sind die im Format, also in der Größe, in der Aufmachung und so her vergleichbar mit den ersten vier Bänden? Die passen da perfekt zu. Kann man sich schön sauber als Sammler ins Regal stellen. Kann man sich. Als minderjähriger, siebenjähriger Sammler, ja klar. Ja, nö, aber es gibt es ist halt auch Quatsch. Ich finde halt die Produktformel, wenn man es mal so blöd nennt, ja, also das Format und die Ausstattung waren eben einfach für diese Serie ideal und es wäre einfach Quatsch gewesen zu sagen, um uns jetzt abzuheben, machen wir die plötzlich einen Zentimeter größer oder irgendwie anders, da ist es doch schöner, einfach in diesem Format zu bleiben und im Grunde es so zu gestalten, dass eben die Leute da draußen vermutlich noch nicht mal mitkriegen, dass da ein Verlagswechsel stattgefunden hat. Mischung aus Magie und Realismus steht in der Beschreibung für den Comic. Mhm. Kann man eigentlich sagen, ihr habt generell Comics unabhängig vom Geschlecht oder gibt es welche, die ihr eher für Mädels oder für Jungs empfehlen würdet? Oder seid ihr da eher, ist es eher offen? Also grundsätzlich sind wir da sehr offen. Also im Grunde genommen ist es so, es gibt Bücher bei uns, die sich vielleicht eher an Jungs richten, wobei ich allein diese Gedanken, die gehen mir schon auf den Sack. Ich finde auch, also es ist jetzt kein Buch von uns irgendwie speziell mit dem Gedanken, wir machen das für ein bestimmtes Geschlecht angegangen worden und wir haben auch unser Programm im Grunde nicht zusammengestellt nach diesem Gedanken, ja, dass wir jetzt halt für die Zielgruppe das Buch haben und für die das. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Patrick zum Beispiel, Patrick Wirbeleit, eben im Prinzip schon beim Schreiben vieler Geschichten klar Jungs im Kopf hat auch, ja, weil er halt einfach das Gefühl hat, aus seiner Sicht gibt es eben für Jungs, die sowieso nicht gerne lesen angeblich oder nachweislich eben nicht so leseinteressiert sind, eben gar nicht so viel gute Stoffe.
Und dementsprechend hat er sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass er gerne Stoffe und Comics machen möchte, die Jungs eben gefallen können. Wobei sie Mädchen natürlich überhaupt nicht ausschließen, aber ne, er versucht, glaube ich, einfach Dinge zu schreiben, die Jungs Spaß machen können. Ne? Und ich denke, dass Haus Nummer 8 so ein Beispiel ist, dass halt einfach, ja, dass da eben wahnsinnig viel, wahnsinnig Spannendes am Stück passiert und Abgedrehtes passiert. Da hat er, glaube ich, schon irgendwie so ein Stück weit auch Jungs im Kopf, die vielleicht ansonsten nicht so gern lesen. Mhm. Ja, aber für uns ist das nicht so, wir denken da nicht so schablonenhaft. Ne? Also klar kann man leicht sagen, dass Selma tauscht Sachen mit dieser Protagonistin und dem Hund, dass das vielleicht eher Mädchen anspricht, aber ich erlebe da im Umfeld durchaus auch sehr viele Jungs, die eben von diesem Buch angetan sind. Von daher, es ist so ein bisschen so, dass das für mich auch eine Motivation war und eine Kiebitz zu starten, dass eben diese Denke jetzt so vorherrschend nicht ist, dass es halt nicht so klare Programmschienen gibt, die in größeren Verlagen Sinn ergeben und die dort im Prinzip programmatisch auch einen großen Stellenwert haben und sondern dass wir im Grunde unseren Autorinnen und Autoren eher Freiheit geben möchten, das zu erzählen, wozu sie Lust haben, es zu erzählen, ohne dass das jetzt die Denke da ist, aber es richtet sich vielleicht mehr an Mädchen, also sollten wir es daraufhin zuschneiden. Also das finde ich toll. Also wirklich auch als junger Vater finde ich es echt großartig, dass ihr euch gar nicht in so Schubladen pressen lasst, dass ihr das relativ frei habt und auch einfach mal weniger geschlechterspezifisch orientiert seid, sondern scheinbar mehr so interessenspezifisch unterwegs seid. Ich denke, das ist der Ansatz, den soll es geben. Warum irgendwelche Schubladen mit irgendwie Pferdecomics und Autocomics, weißt, das ist absolut nicht, also das ist nicht mehr zeitgemäß einfach. Ja. Glaube ich auch. Super. Das also der Ausflug zu Mathe Magie. Allein der Titel ist geil. Ja, dann gerade noch kurz zu Selma tauscht Sachen. Das hast du auch schon angesprochen. Wovon handelt denn Selma tauscht Sachen? Selma tauscht Sachen, ein Buch von Martin Baltscheid, der auch als Kinderbuchautor schon lange dabei ist und eine junge Zeichnerin Anne Becker, deren erster großer Comic das Ganze ist. Das ist tatsächlich oder soll eine Serie werden. Es geht eben um das Mädchen Selma, die eine besondere Fähigkeit hat, nämlich sie kann tauschen. Das heißt, wenn es in ihrem Leben Dinge gibt, die sie nicht versteht, wenn es in ihrem Leben Dinge gibt, die sie ängstigen, wenn sie einfach Probleme mit etwas hat, hat sie die Fähigkeit sozusagen, sich in diese Dinge hinein zu versetzen und die Welt durch die Augen dessen zu sehen, was sie so ängstigt. Und im Grunde ist das Konzept hier schon zu sagen, sei neugierig, sei offen, versuch dich in die andere Person oder in einen Umstand hineinzuversetzen und du verstehst besser, warum du vielleicht auch Angst hast und wie die Welt wirklich tickt. Und in diesem ersten Band ist es zum Beispiel so, dass er immer wahnsinnige Angst vor Hunden hat, weil Hunde halt wild sind, an komischen Dingen schnuppern, laut bellen und für sie eben überhaupt nicht einschätzbar sind. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel Angst davor, bis ihre Mutter halt dann zum wiederholten Mal sagt, ne, die Hunde sind klein, du bist groß, du musst dich einfach mal in ihre Position versetzen. Das tut sie, sie tauscht sozusagen ihren Körper mit dem eines Hundes, was dann eben zu der sehr lustigen Situation führt, dass sie jetzt im Körper eines Pudels steckt und mit einer kleinen Oma nach Hause geht und ihre Mutter ihre Tochter noch hat, aber in dem Körper der Tochter steckt eben jetzt der kleine Pudel. Ja. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Erzählebenen. Man folgt natürlich in erster Linie Selma, die jetzt eben einfach lernt, was es heißt, ein Hund zu sein. Ja, das, was weiß ich, dass die Nase ganz anders funktioniert, dass man, was man alles Tolles mit dieser Nase eben an Informationen aus der Welt ziehen kann sozusagen, ja, aber auch, dass Hunde eben, ja, ganz einfach in Situationen kommen, die alles andere als angenehm sind. Natürlich hat sie auch angenehme Situationen und im Grunde bemerkt sie eben auch, dass sie als Hund eben eine Wirkung auf wiederum Kinder hat,
die sie vielleicht gar nicht so sehr beabsichtigt. Also sie erlebt wirklich hier einiges aus der Hundeperspektive, und immer wieder eingeschaltet sind dann die Eltern, insbesondere die Mutter, die halt daran verzweifelt, dass ihr Kind plötzlich nicht mehr mit den Händen, nicht mehr mit dem Besteck isst, sondern das Essen so wegschlabbert und an komischen Dingen schnüffelt und zwischendurch mal laut bellt. Und das Ganze klingt jetzt eben nach so einem relativ, weiß ich auch nicht, nach so einem Comic, der eben einem didaktischen Ansatz folgt. Das ist es aber gar nicht. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, wie ich finde, und sie ist sehr spielerisch umgesetzt. Aber sie hat eben im Kern diese Botschaft, und das möchten wir eben auch fortsetzen, ne? Ob Selma nun im nächsten Band rauskriegen will, warum ihr Nachbar so doof ist und sich in den reinversetzt, oder ob Martin Baltscheid überlegt, wie es ist, wenn Selma mal ein Buch lang ein Kühlschrank ist, das weiß ich noch nicht, aber die Möglichkeiten sind vielfältig. Dazu muss man noch sagen, Anne Becker hat das auch einfach unglaublich charmant in Bilder umgesetzt. Es macht einfach wirklich Spaß, es zu lesen. Das ist zwischendrin hat es wirklich so slapstickartige Szenen, wenn Selma im Hundekörper dann versucht, auf die Toilette zu gehen. Meine Kinder haben sich weggeschmissen. Das ist dann eben so dieser Vorteil, den die Verlegerkinder dann haben. Die dürfen dann Bücher auch mal lesen, bevor sie im Handel sind. Weltexklusiv. Ja, tatsächlich. Ja. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, denen beim Lesen zuzuschauen. Und die haben dann eben auch, das war so eine tolle Mischung aus gefesselt sein, lachen und einfach unterhalten werden. Das war super. Genau, also ich glaube, das ist bei dem Buch, ich finde es faszinierend, also Anne Becker hat eben selbst einen Hund, und wie sie halt da insbesondere die Hunde darstellt, das ist sensationell zum Teil, finde ich. Das ist echt so voller Leben und so genau beobachtet, und das macht mächtig Spaß. Das ist mir auch noch eingefallen im Rahmen meiner Vorüberlegung, weil du auch gerade das Thema Botschaft angesprochen hattest. Es würde den Eindruck machen, als hätte es eine Botschaft, aber das wäre gar nicht so beabsichtigt und so. Doch, ja. Schon, aber der Spaß soll, also ich wollte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, dass die Botschaft das Wichtigste ist, sondern bei den Büchern, natürlich ist es so, dass ich schon den Wunsch habe, dass unsere Bücher auch die richtigen oder gute Botschaften oder Denkanstöße geben können. Für mich ist es nur, oder ich denke für Sebastian auch, ist es nur ganz, ganz wichtig, dass der Lesespaß an erster Stelle steht. Das heißt, an allererster Stelle soll das Buch Spaß machen. Wenn es darüber gelingt, jetzt den Kindern auch vielleicht einen Denkanstoß mitzugeben auf ihrem weiteren Weg ins Leben rein. Sehr, sehr gern. Ne? Nur das, was ich total nervig finde und wirklich, wo ich finde, dass das, was mich an Comics für Kinder eben oftmals wirklich ärgert, ist, dass halt der Kern und die Botschaft und ne, das, was rübergebracht werden soll, die pädagogische Sicht, die spürst du aus jeder Seite, und die Geschichte ist so drumherum gestrickt, das zu transportieren. Und das ist was ich auf gar keinen Fall möchte, sondern sehr, sehr gern irgendwas über das Leben erzählen, aber in einer Form, dass es nebenher mitläuft und du es halt mit einer guten Geschichte mitlesen kannst. Dazu, es geht ja auch um einfach auch gute Bücher für Eltern zu machen. Also Eltern, die furchtbare Bücher ihren Kindern vorlesen müssen. Ja, richtig. Also das haben wir alle schon machen müssen, und das ist echt kein Spaß. Und da ist das zwischendrin bei Comics, das ist toll. Es macht wirklich Spaß, das auch mit den Kindern zu lesen, denen dann wirklich auch so die Bilder zu zeigen, beziehungsweise je nachdem, wie alt sie sind, aber wie man dann auch wirklich so dabei ist, wie die sich diese Geschichte dann selbst auch erschließen. Das ist super. Und da dann eben auch, dafür braucht es dann eben auch so eine ausgewogene Mischung aus eben Bild, Witz, aber auch eben eine guten, unterhaltsamen Geschichte. Und das war dann eben auch so das Ziel, was wir bei den Büchern, die wir veröffentlicht haben und die wir veröffentlichen werden, was wir haben.
Dann kommen wir, bevor wir zum letzten ganz kurzen Abschlussblock kommen, natürlich noch zum fünften Buch in der Reihe von der Anke Kuhl. Gibt es noch was? Es nennt sich Geniale Geschenke. Was ist das denn? Geniale Geschenke ist tatsächlich ein kleiner Geschenkbuch-Comic. Vielleicht auch derjenige, den du, wenn du jetzt mit deinen, wenn du deine Kinder an Comics heranführen möchtest, vielleicht als Einstieg mal lesen könntest. Es ist tatsächlich ja eine sehr kleine Geschichte über einen Geburtstagsgast, der zu einem Geburtstagskind nach Hause kommt, einem kauzigen Typen, der ihn freudig empfängt und der von diesem Menschen, aber was heißt von diesem Menschen, der von diesem Kauz aber so gar nicht behandelt wird, wie man es von einem Geburtstagskind erwarten würde. Ja. Viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, der Gast überreicht ihm halt Blumen, Kuchen, Geschenke und all das wird von diesem Kauz eben zwar in Empfang genommen, aber auf eine Art und Weise, die jetzt sein Geburtstagsgast so, glaube ich, nicht erwartet hätte. Und es gibt dann eine hübsche kleine Überraschung am Ende. Das ist halt wirklich ein kleines, schmales Büchlein, was, glaube ich, diese Geschichte perfekt transportiert, die eben, ja, die einfach eine extrem schöne, lustige Variante ist von im Grunde dessen, was auf dem Geburtstag passiert. Ja. Und diesen ganzen Umgang mit dem Thema Geburtstag, finde ich, runterbricht auf einen sehr schönen, unverkitschten Stil und auf eine unverkitschte Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass das in unserem Programm eben die anderen Bücher sind ja eher alle Schmöker zum langen Lesen und Geniale Geschenke ist halt ein super tolles kleines Buch, was von uns aber auch so ein Stück weit gedacht ist als ein Buch, das man eben wunderbar verschenken kann oder aber dass man mit dem man sich zum Beispiel für ein schönes Geschenk bedanken kann. Dafür ist es halt einfach perfekt. Das Buch kommt als Quadrat daher, ist auch ein Hardcover für gerade mal 10 Euro, 14,5 x 14,5 Zentimeter und steht hier auch ideal als Geschenk, also bin ich mir sicher, dass das demnächst bei einem Kindergeburtstag verschenkt wird. Sehr gut. Wunderbar. Ja, geil. Da schon mal vielen Dank fürs komplett ausgiebige Vorstellen des Programms. Ich denke, das war sehr wichtig, auch damit die Hörenden da draußen mal eine Vorstellung haben, was bei euch eigentlich aktuell ja eben einfach im Programm zu bekommen ist und was man sich auch, soweit ich weiß, ab sofort vollständig bereits im Buchhandel kaufen kann, richtig? Korrekt. Sehr schön. Es gibt auch noch einen Online-Shop, da kann man auch mal reinschauen, wie es aussieht. Ja. Genau, optimal. Dann kommen wir einfach zur letzten Runde. Drei kurze Fragen, die ich einfach mal in den Raum werfen möchte. Zum einen noch generell, das frage ich immer in auch verschiedenen Zusammenhängen, wie ist eure Meinung zu digitalen Comics? Ist das für euch ein Thema, digitaler Vertrieb eures Programms? Es wird mit Sicherheit ein Thema werden. Für den Anfang haben wir es jetzt einfach erstmal hinten angestellt. Aber das wird mit Sicherheit noch ein Thema werden. Dann generell die Frage nach der Zukunft, also ein Blick in die Glaskugel. Gibt es schon Dinge, die ihr anteasen könnt? Könnt ihr schon sagen, wie es so generell weitergehen soll? Oder habt ihr jetzt erstmal eine Phase des Anlaufens, die ihr abwarten wollt? Wie sind so, sagen wir mal, auf dem Jahr gesehen, eure Pläne für Kiebitz, für den Kiebitz Verlag? Also wir haben jetzt durch die Situation mit Corona haben wir unser Herbstprogramm aufs nächste Frühjahr geschoben. Grundsätzlich wollen wir ein Frühjahrsprogramm, ein Herbstprogramm machen und im Jahr zwischen, ich glaube, 7 und 9 Titeln oder 10 Titeln einfach machen. Genau, also das heißt, es sind schon neue Bücher in der Mache natürlich. Fürs Frühjahr planen wir da konkret mit 3 oder 4, die eben in Arbeit sind. Und man kann sagen, dass wir natürlich zum einen die Serien fortsetzen, also sowas wie Haus Nummer 8. Da werden wir schon versuchen, dass eben der Rhythmus einigermaßen schnell ist, dass man da eben relativ schnell weiterlesen kann. Und bei den anderen Serien ist es so gedacht, dass wir versuchen, einen jährlichen Rhythmus hinzukriegen, dass da eben einmal im Jahr was kommt. Man kann sagen, dass wir in den nächsten Programmen eben ein Stück weitergehen mit
dieser Planung, dass wir eben Abenteuergeschichten haben, die verrückt und lustig sind und wir aber auch ein paar ungewöhnlichere Titel dann daneben haben, die jetzt nicht so sehr aufs Abenteuer zielen, sondern eben den Spaß aus anderen Elementen beziehen, die vielleicht auch ein Stück weit kinderbuchiger sind noch. Also wir versuchen da eine Mischung hinzukriegen, die uns auch im ersten Programm schon wichtig war. Was mir und was Sebastian, glaube ich, auch wichtig ist, ist halt einfach zu sagen, wir scheuen uns nicht davor, Comic zusammenzubringen mit Kinderbuch-Illustrationen. Also wenn du jetzt Haus Nummer 8 nimmst, das eben von Sascha Wüstefeld im allerfeinsten Comic-Stil gezeichnet ist und daneben Tanja Eschs Illustrationen zur Ulf und das Rätsel um die Neue anschaust, die eben eher aus dieser illustrativen Ecke kommt und einen ganz anderen Ansatz hat und viel bunter und direkter daherkommt, als das Sascha ist. Das ist schon Absicht zu sagen, okay, wir versuchen eben uns stilistisch eben auch breiter aufzustellen. Es soll auch in Zukunft so bleiben, dass wir werden ein paar Comic-Namen wiederfinden, aber hoffentlich auch noch ein paar Kinderbuch-Leute und dass wir als Maxime eben da haben, dass wir Bücher veröffentlichen, wo wir das Gefühl haben, die Leute haben einen eigenen Stil und die wissen vor allen Dingen halt einfach mit Wort und Bild umzugehen und mit diesen Elementen zu erzählen. Das ist ganz wesentlich. Dann natürlich noch zu guter Letzt die allerletzte Frage. Ich würde euch noch bitten, dass ihr vielleicht so generell mal einen Lesetipp raushaut. Gerne einen Comic-Lesetipp, der jetzt außerhalb eures Verlages zu finden ist. Was könnt ihr uns empfehlen? Sei es meinetwegen das, was ihr persönlich gerade gern lest oder meinetwegen auch andere Kindercomics. Dann seid ihr ganz frei. Was habt ihr an aktuellen Lesetipps für uns? Also immer wieder gelesen wird bei uns in der Familie Ariol. Jeder neue Band ist ein absolutes Fest. Und die neue Geschichte von Anke Kuhl, die bei Klett Kinderbuch erschien, ist großartig. Mhm. Das waren jetzt genau die, wolltest du auch nehmen, ne? Ja, doch, so ungefähr die wollte ich auch nehmen. Ich würde aber gerne noch einen Kindercomic-Tipp auch nennen. Aus dem Rotopol Verlag, da ist jetzt ganz frisch der Weltraumpostbote erschienen. Das ist ein Buch eines kanadischen Zeichners, Guillaume Perrault. Leider eben ein weiteres Opfer von Corona, weil Kanada Schwerpunkt auf der Buchmesse und in Erlangen wäre auch was zu dem Buch passiert. Das ist jetzt für die Kollegin leider weggefallen. Deshalb empfehle ich es nochmal mehr. Es geht eben um einen Postboten, der nicht von Tür zu Tür, sondern von Planet zu Planeten fliegt, um halt Post auszuliefern und dessen größte Freude im Leben seine Routine ist. Und der kommt eines Morgens in die Poststelle, will halt seine übliche Route in Ruhe anfliegen und sein Chef gibt ihm plötzlich eine neue Route mit ganz neuen Planeten, die er anfliegen soll und was er da erlebt, zum einen, welche skurrilen Gestalten er trifft, den er Post bringen muss, aber auch, was er innerlich erlebt in der Auseinandersetzung damit, dass er was machen muss, was er nicht gewöhnt ist, das ist sehr, sehr komisch und sehr empfehlenswert. Sebastian, Michael, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch heute zu später Stunde noch Zeit genommen habt, um für uns quasi für den Telestammtisch nochmal ein paar Fragen, einfach das FAQ quasi aufzunehmen zu eurem aktuellen Verlag, zum Kiebitz Verlag. Und es ist mir eine wahre Freude, euch heute begrüßen gedurft zu haben. Genau. Und ich bin mega dankbar und freue mich wirklich drauf, mehr von euch zu bekommen. Ich freue mich drauf, in die Werke, in die ganzen Comics reinzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass ich das eine oder andere davon auch mal verschenken werde, was vielleicht auch ein Tipp für die Leute da draußen ist, dass das bestimmt bei der ein oder anderen jungen Frau oder dem einen oder anderen jungen Mann da draußen ganz gut ankommen könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, danke. Ja, ciao. Vielen Dank. Ciao.